Guten Abend. Wir machen das jetzt mal im ganz Kurzen. Am Devising. Ja, 6 Kerne, 12 Threads. Ja, nur mal so, nur mal nebenbei. Im Gegensatz dazu nehmen wir mal den 1600er, den aktuellsten billigsten, den ihr für 109 bzw. 99 Euro bekommt. Weil ich ja gerade eine Konfiguration zusammenstelle mit Rechner, RGB-Beleuchtung, RAM-Beleuchtung, Grafikanbeleuchtung etc. Kannst du dir sonst was für Sachen zusammenstellen? Ich mache gerade noch ein paar Downloads und Uploads auf meinem Backup-Channel. Ich möchte das jetzt nochmal gesagt haben, denn es ist immer noch so: erstens mal, AMD-Prozessoren, auch ohne Grafikprozessor, sind wärmer als Intel. Immer noch. Günstiger? Nein, das ist jetzt mal alles außen vor. Sind langsamer. Sie werden schneller heiß. Das ist immer noch Todesstoß für mich. Was ich verglichen habe, da ich ja einen Low-Budget-Rechner bauen möchte, ich möchte nur ein bisschen Videoschnitt und mein Spiel spielen. Mein Spiel, sagen wir mal, ich besorge mir einen i3 9100F und nehme aber dazu eine AMD-Grafikkarte, weil die viel kostengünstiger ist als eine GeForce-Grafikkarte. Das ist eine Tatsache, wenn du ein richtiges Cooling bzw. eine richtige Kühlung mit an der Grafikkarte hast, beziehungsweise extra 120 mm Lüfter, ist das dann wieder gewährleistet. Allerdings bin ich dann auch gezwungen, eine 8 GB-Karte zu nehmen, was eine Nvidia GeForce mit 4 GB genauso leisten könnte. Und das ist der Punkt, weshalb ich höchstwahrscheinlich bei Intel bleiben werde, denn ich habe mir dann etliches angesehen, auch mit einer RTX 20 Super und so weiter und so weiter, dass wir dann eine viel höhere Framerate haben, aber der AMD, und das ist genauso, das ist immer noch wie früher, es wird sich auch nicht ändern. Ich bin auch sehr sicher, dass sich das nie ändern wird. Wenn du jetzt einen 6-Kern-Prozessor nimmst von AMD und du nimmst dir den niedrigsten i3 mit 4 Kernen und 4 Threads oder du hast einen AMD mit 6 Kernen und 12 Threads, ist es so, dass du selbst bei Mirror's Edge Catalyst, in einem Spiel, was 2016 rausgekommen ist und dann nochmal zwei, drei Optimierungen erhalten hat, ich glaube Update 1.2.8 oder 1.3.2, mit dem Release-Abfall der Leistung, bin ich immer noch sehr der Meinung, und das beruht auf Tatsachen, dass du immer wieder mit dem AMD immer wieder Frame-Drops hast. Du hast ein passendes Netzteil, du hast hier, du hast alles optimiert und trotzdem ist es so, dass bei AMD immer wieder irgendwelche Frame-Drops, Freezes etc. auftauchen. Was bei Intel selbst unter einem i3-Prozessor 9100F, 8100 und so weiter nicht auftaucht. Ich wollte das immer gesagt haben.